Ja, vielen Dank und willkommen auch meinerseits zu dieser Veranstaltung. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken, insbesondere bei Herrn Horn, damit, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen einige Gedanken zu diesem Thema näher zu bringen. Ich möchte die Thematik der Ungleichheit jetzt allgemeiner betrachten und dem europäischen Modell beziehen. Nämlich das europäische Projekt einer guten Gesellschaft. Was ist dieses Projekt? Dieses Projekt basiert auf einer bürgernahen Demokratie, einer pluralistischen Marktwirtschaft und einem großzügigen und gerechten Wohlfahrtsstaat. Aber derzeit wird dieser großartiges Projekt durch einen Anstieg der Einkommens- und Vermögenskonzentration bedroht, welcher dabei ist, die Demokratie in eine Plutokratie, die Marktwirtschaft in ein Spielcasino und den Wohlfahrtsstaat in ein Armenhaus umzuwandeln. Und leider ist der Anstieg der Ungleichheit kein vorübergehendes Phänomen. So wie Herr Horn gesagt hat, hinter diesem Anstieg verstecken sich strukturelle Gründe. Und gemäß Thomas Piketty ist der Hauptgrund die Tatsache, dass nachhaltig die nachsteuerliche Kapitalrendite weit oberhalb der Wachstumsrate des Volkseinkommens liegt. Und seiner Meinung nach kann diese Entwicklung nur dann gestoppt werden, wenn es uns gelingt, durch eine Besteuerung der Kapitaleinkommen die nachsteuerliche Kapitalrendite runter auf das Niveau der Wachstumsrate des Volkseinkommens zu setzen. Wenn es uns dies nicht gelingt, dann droht uns die Wiedererstehung einer Rentiergesellschaft, wie im 19. Jahrhundert, in der die ökonomische Macht in den Händen einer kleinen Minderheit reicher Erben konzentriert ist. So. Also Pikettys Empfehlung ist eine drastische Erhöhung der Kapitalsteuer. Nun aber, Kapital zu besteuern in einer Welt, in der Kapital grenzüberschreitend mobil ist, ist überhaupt nicht einfach. Kapital kann einfach in andere Länder fliehen. Und deswegen ist eine zwischenstaatliche Koordination der Kapitalbesteuerung von primärer Bedeutung. Zunächst einmal sollte die internationale Koordination sich bemühen, Finanzkapital zu besteuern. Und dafür brauchen wir vorrangig eine Koordination im Bereich der Bekämpfung der Steuerhinterziehung mittels Steueroasen. Zweitens, um die Gewinne der multinationalen Unternehmen angemessen zu besteuern, brauchen wir in Europa die Errichtung einer echten europäischen Körperschaftssteuer. Hingegen ist von der Einführung, die derzeit diskutiert wird, einer einheitlichen Konzernbesteuerung mit formelbasierten Aufteilung der Bemessungsgrundlage wenig zu erwarten, denn sie würde eigentlich den Standortwettbewerb, also nicht die Gewinnverlagerung, sondern den Standortwettbewerb noch erhitzen und dadurch zu noch niedrigeren Steuersätzen im Rahmen der Unternehmensbesteuerung führen. So, nun, wir dürfen uns keine Illusionen machen, dass bald eine solche Koordination erreicht sein wird, denn in Europa bemühen wir uns schon seit über 50 Jahren darum, aber doch mit sehr bescheidenen Resultaten. Kapital wird immer viel zu wenig im Vergleich zu Arbeit steuerlich belastet. So, das bedeutet, dass bereits innerhalb der nationalen Grenzen sämtliche Spielräume für die Kapitalbesteuerung hundertprozentig ausgeschöpft werden sollten. Und hierfür brauchen wir uns zunächst einmal auf jene Kapitalformen zu konzentrieren, deren Migrationselastizität vergleichsweise gering ist. Was bedeutet das konkret
für Deutschland. Für Deutschland bedeutet das konkret, dass wir uns folgende drei Steuern anschauen sollten. In diesen drei Bereichen sind kurzfristige Verbesserungen möglich. Der erste Bereich ist die Erbschaftssteuer. Hier geht es nicht nur um fiskalische Auswirkungen, sondern auch um mehr Chancengerechtigkeit und auch um ökonomische Effizienz. Und all dies kann erreicht werden, wenn die Steuerbefreiung vom Betriebsvermögen aufgehoben wird. Der zweite Bereich ist derjenige der Grundsteuer. Hier haben wir im internationalen Vergleich extrem niedrige Steuersätze. Das liegt an der verzerrten Bewertung der Grundstücke, welche eigentlich zu einer Verletzung der horizontalen Gerechtigkeit führt. Und deswegen traut man sich nicht, die Steuersätze zu erhöhen. Vorrang hat eigentlich also hier die Einführung einer marktnahen, automatisierten Bewertung der Grundstücke. Und hier brauchen wir nicht besonders erfinderisch zu sein. Man braucht nur zu kopieren, was andere Länder wie zum Beispiel die USA schon seit langem machen. Der dritte Bereich ist die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge. Hier haben wir eine leidliche Situation, eine Diskriminierung gegen Arbeitseinkommen zugunsten von Kapitaleinkommen. Langfristig sollte diese Diskriminierung aufgehoben werden. Das heißt, die Kapitaleinkommen sollten wieder im Rahmen einer synthetischen Einkommensteuer belastet werden. Kurzfristig erlaubt dies aber die internationale Lage nicht. Kurzfristig geht es darum, den Steuersatz zu erhöhen, sodass wir dadurch wenigstens mehr Besteuerung von Kapitalerträgen erreichen können. So, wenn wir all dies machen, werden wir aber sicherlich nicht erreichen, was Piketty vorschwebt, nämlich eine Angleichung der nachsteuerlichen Kapitalrendite mit der Wachstumsrate des Volkseinkommens. Allerdings glaube ich, dass dies eigentlich nicht mal wünschenswert ist. Warum? Das liegt einfach an dem riesigen Abstand zwischen der vorsteuerlichen Kapitalrendite und der Wachstumsrate. Wenn wir zum Beispiel eine Kapitalrendite vor Steuern in Höhe von etwa 6% haben und eine Wachstumsrate in Höhe von 1,2%, dann bräuchten wir einen durchschnittlichen Steuersatz auf Kapitalerträge in Höhe von 80%. Und das wäre ein Durchschnittssteuersatz. Wollen wir eine progressive Besteuerung haben, bedeutet dies, dass die Steuerpflichtigen mit überdurchschnittlichen Einkommen mit Steuersätzen in der Nähe von 100% belastet wären. Ja? Und das hätte fatale Anreizwirkungen für die Investitionen, für die unternehmerische Initiative. Ja? Dies bedeutet, dass meines Erachtens die von Piketty empfohlene maximale Steuerpolitik weder politisch möglich noch ökonomisch wünschenswert ist, aufgrund der verheerenden Anreizwirkung. So, heißt das, dass wir dann einfach diese Zunahme der Vermögens- und Einkommenskonzentration hinnehmen sollten? Ja? Da eben dann die nachsteuerliche Kapitalrendite nachhaltig weit oberhalb der Wachstumsrate liegen würde. Ja? Nein. Ich glaube, dass wir keinen Grund für Resignation haben. Wir brauchen nicht das europäische Projekt aufzugeben. Die Unzulänglichkeit der Kapitalbesteuerung impliziert lediglich, dass die benötigte Umverteilung bereits vor dem Steuerzugriff erfolgen sollte, auf der Ebene der Verteilung der Primäreinkommen aus Kapital. Und dies ist möglich, sobald ein ausreichend großer Anteil des Kapitalstocks sich im öffentlichen Eigentum befindet. Denn die entsprechenden Kapitalerträge können dann über den öffentlichen Haushalt mittels einer sozialen Dividende an alle Bürger gleichmäßig verteilt werden, womit der Zunahme der Ungleichheit entgegengewirkt wird. Das heißt, die jetzige Situation begründet eigentlich eine Bewertung der Rolle des öffentlichen Kapitals. Öffentliches Kapital sollte eine tragende Säule des europäischen Modells des 21. Jahrhunderts werden. Ja? Und dann können eben Kapitalsteuern auch etwas moderater ausfallen als von Piketty gefordert, was sicherlich gut für das Wirtschaftswachstum wäre. So,
Während diese Idee der Aufwertung des öffentlichen Kapitals, glaube ich, logisch sehr naheliegend ist, wird sie in der Debatte kaum aufgeworfen und diskutiert. Deswegen nutze ich die Gelegenheit aus, um Ihnen kurz zu schildern, wie ich meine, dass der Staat zu einem solchen Kapitalstock kommen könnte und welche Institutionen dieses Kapital verwalten sollten. Zunächst einmal zum Aufbau des öffentlichen Kapitalstocks. Hierzu brauchen wir keine Enteignung. Es reicht, wenn der Staat auf dem Weltkapitalmarkt Geld aufnimmt und mit diesem Geld weltweit Aktien erwirbt. Solvente Staaten wie Deutschland können sich auf dem Weltkapitalmarkt zum risikolosen Zins verschulden. Dies bedeutet, dass ein Bruchteil der erwirtschafteten Aktienrendite ausreichen würde, um die laufenden Finanzierungskosten für die aufgenommenen Schulden zu decken. Wenn man möchte, könnte man die verbleibende Rendite, das nennen Ökonomen Equity Risk Premium, dazu benutzen, um die aufgenommenen Schulden zu tilgen. In Abhängigkeit dann von der tatsächlichen Realisierung dieser Größen, Aktienrendite und Finanzierungskosten des Staates, würde man innerhalb von einem Zeitraum von etwa 15 Jahren diese aufgenommenen Schulden getilgt haben. Und ab dem Zeitpunkt würde das Gemeinwesen über ein von Schulden befreites Aktienvermögen verfügen. Okay? So, in seiner Anfangsphase sollte dieses Vermögen gänzlich im Rahmen eines Sovereign Wealth Fund verwaltet werden. Sovereign Wealth Fund sind Finanzvehikel im Staatseigentum, die bereits seit den 50er Jahren existieren, und weltweit gibt es derzeit mehr als 50 solche Fonds. Sie verwalten Wertpapiere für die öffentliche Hand mit dem Ziel, langfristig möglichst hohe Rendite zu erzielen. Sie agieren also als kollektive Rentier. Ja. Sollte Deutschland einen solchen Sovereign Wealth Fund gründen, lohnt es sich, nach Norwegen zu schauen. Denn dort gibt es einen besonders erfolgreichen Sovereign Wealth Fund. Sein Marktwert entspricht in etwa 170% vom norwegischen BIP. Und dieser Fonds ist besonders interessant für uns, weil er besonders transparent ist, was gut für die demokratische Kontrolle ist, und von der Regierung politisch unabhängig. So, die Rendite durch diesen Fonds würden in den Staatshaushalt fließen und könnten benutzt werden, um Steuern zu senken, öffentliche Ausgaben zu finanzieren, insbesondere eine soziale Dividende. Und es ist wichtig, sich über die Größenordnung der erzielbaren Effekte im Klaren zu sein. Wenn zum Beispiel wir langfristig einen Sovereign Wealth Fund hätten, dessen Marktwert in etwa 50% vom BIP entspricht, würden wir bei einer Aktienrendite von 9% jährliche Mehreinkommen in Form von Vermögenseinkommen des Staates in Höhe von 4,5 BIP-Prozentpunkte haben. Das ist in etwa die Größenordnung der gesamten öffentlichen Ausgaben für die Bildung. Also durch eine solche Aufwertung des öffentlichen Kapitals können wir wirklich erhebliche fiskalische, aber auch Verteilungseffekte auslösen. So, ein zentrales Argument für die Bekämpfung der Vermögenskonzentration ist zu verhindern, dass unser politisches System entartet, sich in eine Plutokratie umwandelt. So, dies wird aber schwer gelingen, selbst wenn wir einen Sovereign Wealth Fund haben, wenn die Kontrollstrukturen der größten Konzerne unangetastet bleiben. Denn eben Konzerne und ihre Lobbys sind die Instrumente der Geldelite, um politische Einflussnahme zu erzielen. Ja? Deswegen sollte in einer zweiten Phase, nachdem wir genug Erfahrung mit dem Sovereign Wealth Fund
gesammelt haben, eine neuartige Institution gegründet werden, welche die Kapitalisten auf ihrem Terrain herausfordert, um ihnen die Kontrolle von bestimmten Großunternehmen und Großbanken streitig zu machen. Dies ist natürlich eine Strategie von einer ambitioniertere Strategie, insbesondere für die deutschen Sozialdemokraten. Aber ich glaube, dass man die Zeit erreicht hat, wo man auch rational und ideologisch unvoreingenommen darüber nachdenken kann. Klar, eine solche Strategie musste mit zwei grundsätzlichen Problemen fertig werden. Erstens, und das zeigt uns die historische Erfahrung, wie schwierig das ist, hinzukriegen, dass die dann unter öffentliche Kontrolle geratene Großunternehmen und Großbanken tatsächlich effizient arbeiten. Zweitens, dass wir zu einer gesunden Aufteilung dieses Sektors der Großbanken und Großunternehmen kommen zwischen einerseits privatkapitalistischer Steuerung und andererseits öffentlich-demokratischer Steuerung. So, hierüber habe ich eben in diesem Buch, die vorhin erwähnt wurde, einige Gedanken entwickelt, die ich hier kurz zusammenfassen möchte. Zunächst einmal, die Institution, die die öffentlichen Unternehmen steuern sollte, bezeichne ich als Bundesaktionär, BA in dieser Grafik, in dieser Folie. Der Bundesaktionär sollte am Anfang eine geringe Anzahl von Großbanken und Großunternehmen kontrollieren. Das heißt, der Bundesaktionär sollte einen festen, mehrheitlichen Anteil am Kapital dieser börsennotierten Unternehmen haben, zum Beispiel 55%. Also was wir brauchen, ist eine gemischte Eigentumsstruktur innerhalb des öffentlichen Sektors. Ja? Und diese gemischte Struktur ist für die Anreizstiftung essentiell. Warum? Zum einen, weil die öffentlichen Unternehmen dann börsennotiert wären. Der Aktienkurs wurde dann ein zeitnahes Signal über die Managementsqualität dieser Unternehmen liefern und konnte dann benutzt werden, um eben die passenden Anreize zu stiften. Zum anderen, weil die privaten Aktienbesitzer eine Interessengruppe bilden würde, welche die Manager der öffentlichen Unternehmen unter Druck setzen könnte, damit sie rentabel ihre Unternehmen führen. So, der Bundesaktionär würde über die Aktionärsrechte die Kontrolle dieser Unternehmen ausüben. Das heißt, der Bundesaktionär würde seine Vertreter in die Aufsichtsräte der Unternehmen schicken, ja, und diese würden dann an der Steuerung dieser Unternehmen mitwirken. Wichtig, und das zeigt uns die historische Erfahrung, ist, dass eine solche Institution vor den Interferenzgelüsten der Politik geschützt wird. Das heißt, ähnlich wie die Bundesbank, brauchen wir für diese Institution auch verfassungsrechtliche Normen, die ihre Unabhängigkeit vor der Regierung garantieren. Ferner brauchen wir, und das ist auch parallel zur Bundesbank, eine klare Zielsetzung, damit das Gemeinwesen die Zielerreichung auch beurteilen kann. Die Zielsetzung wäre hier die Maximierung der langfristigen Kapitalrendite und somit der Kapitaleinkommen, die in den Staatshaushalt fließen würden. So, diese Einnahmen könnte dann zum Beispiel benutzt werden, um eine soziale Dividende zu finanzieren. Das würde bedeuten, dass alle Bürger Stakeholder sind und einen Anreiz haben, diese Institution zu überwachen. Das reicht aber natürlich nicht. Es muss sichergestellt werden, dass sie transparent ist und dass andere Institutionen, wie zum Beispiel die Bundesbank, sie auch beaufsichtigen. Die Mitarbeiter dieser Institution müssten teilweise Erfolgabhängige entlohnt werden. Sie müssen Fachleute sein, die von der Politik unabhängig sind. Und damit die Gewinnmaximierung volkswirtschaftlich sinnvoll ist, darf sie weder auf Kosten der Arbeitnehmer, noch auf Kosten der Konsumenten, noch auf Kosten der Natur erfolgen. Und deswegen sollten Gewerkschaften, Verbraucherschutzorganisationen und Umweltschutzvereine
einen erleichterten Zugang zu den Informationen haben, die ihnen ermöglichen, zu prüfen, ob tatsächlich diese Unternehmen im Einklang mit den Rahmenbedingungen operiert haben. Und schließlich sollten die Vertreter des Bundesaktionärs in den Unternehmen den Dialog mit den Arbeitnehmern suchen, ihre Solidarität und ihre Identifikation mit den Unternehmen fördern, um auch natürlich mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten mit ihnen eröffnen. Das heißt, es wäre auch ein Mittel, um eine Renaissance der Mitbestimmung in diesen Unternehmen zu erreichen. Jetzt zum Problem der optimalen Aufteilung zwischen privatkapitalistischer Steuerung und öffentlich-demokratischer Steuerung. Wir sollten uns nicht anmaßen, dass wir von vornherein wissen, wie eine optimale Aufteilung aussieht. Ja, die Welt ist viel zu kompliziert, wir wissen es nicht. Wir müssen bescheiden daran gehen. Was wir brauchen, ist einen ergebnisoffenen, reversiblen Prozess, mit dem wir allmählich lernen, wie tatsächlich eine optimale Aufteilung aussehen würde. Und das kann gelingen, wenn wir einen fairen Wettbewerb haben zwischen diesen zwei Trägerschaften. Dies bedeutet, dass wir eine Gleichbehandlung der beiden Trägerschaften haben würden und dann würde die relative Rentabilität dieser zwei Trägerschaftsformen von allein zu einer effizienten langfristigen Lösung führen, weil der effizientere Sektor würde anteilmäßig expandieren und der andere spiegelbildlich schrumpfen, bis zu dem Punkt, wo eine weitere Verschiebung der Trägerschaft in diesem Sektor in die eine oder in die andere Richtung keine Effizienzgewinne mehr ermöglicht. Ja? Und dann hätten wir einen Ruhepunkt erreicht. Ja? Und damit würden wir langfristig von allein zu dieser optimalen Aufteilung kommen. So, dieser pragmatische Ansatz bedeutet natürlich, dass es möglich ist, dass wir lernen, dass der Bundesaktionär nicht funktioniert, nicht in der Lage ist, die marktübliche Rendite zu liefern und deswegen dicht gemacht werden muss. Ja. Ich glaube aber nicht, dass wir zu diesem Schluss kommen werden, denn kapitalistische Unternehmen sind wesentlich weniger effizient, als die eifrigen Hüter des Status quo gerne hätten. Denn kapitalistische Unternehmen werden bisweilen von unfähigen Erben geführt, sie werden von den eigenen Managern geplündert und in aller Regel trauen sie ihre Mitarbeiter zu wenige Mitbestimmung zu. Und deswegen stehen meines Erachtens die Chancen nicht schlecht, dass wir langfristig dann zu einer gemischten oder gänzlich öffentlich-demokratischen Struktur im Bereich der Großunternehmen und Großbanken ankommen würden. So, ich sehe, dass ich meine Zeit benutzt habe, daher würde ich kurz zusammenfassen, was ich gesagt habe. Der Anstieg der Einkommens- und Vermögenskonzentration bedroht unser großartiges europäisches Projekt einer guten Gesellschaft. Kapitalsteuern sind essentiell, aber nicht ausreichend, um diese Gefahr zu bannen. Was wir brauchen, ist eine Kombination aus etwas höheren Kapitalsteuern und einer Aufwertung des öffentlichen Kapitals. Öffentliches Kapital sollte eine tragende Säule unseres Modells werden. Dafür brauchen wir zwei Institutionen, den Sovereign Wealth Fund und den Bundesaktionär. Und wenn wir die andere Struktur richtig hinkriegen, dann gibt es gute Chancen, dass es ganz gut funktioniert und dieses Projekt gerettet wird. Und last but not least, ein Vorteil von dieser Strategie im Vergleich zu der Kapitalbesteuerungsstrategie ist, dass keine Zustimmung ausländischer Regierung notwendig ist. Das heißt, dass wir auch im Alleingang eine solche Strategie fahren sollten oder könnten, möglicherweise mit Vorbildfunktion für andere Länder, möglicherweise direkt durch einen gemeinsamen Ansatz von mehreren Ländern, zum Beispiel von der Eurozone. Vielen Dank. Äh,
Ja, wie Sie sehen, hat das der Titel des Buches von Herrn Cuneo nicht zu viel versprochen. Er nimmt uns tatsächlich mit auf eine Reise durch alternative Wirtschaftssysteme, denn nichts weniger haben Sie ja eigentlich jetzt hier gerade mal kurz entworfen. Haben Sie denn Fragen? Ich sehe noch keine, dann hätte ich erst mal eine. Noch ganz zum Anfang, als Sie gesagt haben, man müsste erst mal die Kapitalertragssteuern hier erhöhen. Zum Beispiel haben Sie ja die Grundsteuer angesprochen, das ist ja richtig, aber das Argument, das dann immer kommt, ist, ja, aber wenn wir die Grundsteuer erhöhen, wir haben hier 50% Mieter in Deutschland, dann trifft das nicht nur die Eigentümer dieser Immobilien, sondern eben auch die deutschen Mieter, auf die das dann umgelegt wird. Ja. Damit kann man, also mit diesem Argument kann man die Grundsteuer immer sofort töten, das weiß ich als Journalistin, nicht? Das heißt, was würden Sie da antworten? Also zunächst einmal, das ist ein allgemeines Merkmal aller Besteuerung, dass es Überwälzungseffekte gibt. Und das gilt insbesondere für die Kapitalbesteuerung im Allgemeinen, nicht nur für die Grundsteuer, alle Steuern werden teilweise überwälzt. Zum Beispiel in einem einfachen Modell mit einer offenen Volkswirtschaft, kleinen Volkswirtschaft, mit grenzüberschreitendem Kapitalverkehr ist bekannt, dass jegliche Kapitalbesteuerung hundertprozentig auf die Löhne überwälzt wird. Das heißt, diese Überwälzungseffekte gibt es immer, aber langfristige und im allgemeinen Gleichgewicht ergeben sich dann schon Verteilungswirkungen, die in der Regel denen ähneln, die wir im Kopf haben. Das gilt auch für die Grundsteuer. Okay, jetzt hätte ich noch ganz viele Fragen, aber jetzt haben sich hier auch viele Leute gemeldet. 4 Stück habe ich schon gesehen. Ja, erstmal Sie im roten Hemd, genau. Ja, ich hatte nicht ganz verstanden, wie wollen Sie verhindern, dass wenn ein Bundesaktionär die Mehrheit der wichtigen Kapitalgesellschaften besitzt, dass das nicht zur Lähmung von Wettbewerb führt, wenn dieser zugleich eben seine Rendite optimieren soll, dieser Bundesaktionär? Und wie könnten Sie leben? Was bliebe von den gewünschten Wirkungen übrig, wenn der Bundesaktionär in diesen Gesellschaften nicht Mehrheitsaktionär, sondern starker Minderheitsaktionär wäre? Ja, danke. Also die Idee ist, dass durch die Errichtung des Bundesaktionärs wird zunächst einmal ein Vermögenseinkommen geschaffen, das eben unsere Verteilungsprobleme deutlich verringert, weil wir eben derzeit über das Steuertransfersystem umverteilen müssen. Und aufgrund insbesondere der internationalen Mobilität von Kapital sind der Besteuerung enge Grenzen gesetzt. So, das ist zunächst einmal die eine Auswirkung. Jetzt ansonsten, die andere Idee ist, dass durch die Einführung einer öffentlich-demokratischen Kontrolle machen wir praktisch die Kapitalisten überflüssig. Und die Idee ist, dass dadurch die Einflussnahmen von der Geldelite auf die kollektive Entscheidungsfindung beseitigt wird. Dies bedeutet, dass wir zum Beispiel nicht mehr solche Bankenrettungen haben würden, wie wir gehabt haben, oder andere Lobbying-Effekte in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in der Waffenindustrie und so weiter. Das heißt, das ist die Idee, dass eine Ballung ökonomischer Macht unter kapitalistischen Verhältnissen dazu führt, dass wichtige kollektive Entscheidungen zu Ungunsten der Mehrheit der Bevölkerung geführt werden. Und ein Bundesaktionär würde das praktisch verhindern, weil eben die Kontrolle über diese Unternehmen nicht mehr von kapitalistischen Dynastien, sondern von öffentlichen Managers dann ausgeübt wird. Also ich will jetzt keine Nachfragen, sondern ja, also deswegen habe ich gesagt, dass Verbraucherschutzorganisationen eine besondere Rolle haben würden, weil natürlich die Rahmenbedingungen müssen weiterhin gepflegt werden. Und ich glaube, dass wir die Chancen hätten, diese Rahmenbedingungen noch besser als heute in der sozialen Marktwirtschaft zu pflegen. Weil wir heute sehen, dass sehr oft Kartellbehörden nicht intervenieren, wo große Zweifel herrschen, ob wirklich Wettbewerb herrscht. Ja? Herr Reuter. Ja, vielen Dank.
Das klingt so ein bisschen nach einer Revolution ohne Barrikaden. Wäre wunderschön, wenn das funktionieren würde, weil am Ende stellt ja eigentlich eine ganz andere Wirtschaft. Meine Frage, die ist, Sie wollen ja quasi dann den Bundesaktionär sozusagen gegen den Privatsektor konkurrieren lassen. Gleichzeitig haben Sie für den Bundesaktionär ja gewisse Konditionen. Er soll sozusagen der Gute im Spiel sein, also keine Umwelt ausnutzen, die Arbeitskräfte nicht ausnutzen. Wie kann er aber sozusagen mit diesen veränderten Rahmenbedingungen gegen den privaten Sektor antreten, und hat das nicht zur Folge, dass dann letztendlich dann doch wiederum der private Sektor der Größte sein wird, der ihn dann sozusagen langfristig verdrängen wird, weil er eben gerade nicht solche Rücksichten nehmen muss? Ja. Also die Informationsökonomik eigentlich legt nahe, dass der Umfang der Mitbestimmung in privaten Großunternehmen ineffizient niedrig ist. Denn wenn der Umfang der Mitbestimmung von den Kapitalbesitzern entworfen wird, dann wird der Kapitalbesitzer auf seinen Anteil des Überschusses achten, wenn er sozusagen diese Verfassung entwirft. Ja? Und das heißt, dass er wird nicht versuchen, den Kuchen zu maximieren, sondern seinen Anteil. Deswegen liegt es sehr nah, aus theoretischen Gründen, dass durch eine Verbreiterung, eine Verstärkung, wenigstens eine kleine, ja, mathematisch gesehen eine marginal, eine kleine Vergrößerung der Mitbestimmung, auf jeden Fall ein Produktivitätswachstum ermöglicht wird. Das heißt, schon deswegen gibt es mögliche Effizienzgewinne. Und ansonsten möchte ich nicht missverstanden werden. Ich meine nicht, dass die öffentlichen Unternehmen diese öffentliche Belange internalisieren sollten, wie zum Beispiel der Schutz der natürlichen Umwelt. Ich glaube, dass da die traditionelle liberale Position völlig korrekt ist. Die Rahmenbedingungen müssen vom Staat sauber für alle gleich gesetzt werden, sodass zum Beispiel der richtige Preis von Umweltverschmutzung entsteht. Ja? Also deswegen gäbe es überhaupt keinen Nachteil in Bezug auf die Rentabilität der öffentlichen Unternehmen. Ja, jetzt war hier vorne eine Frage. Ja, Sie waren ja schon mal dran, deswegen kommen Sie ganz hinten. Ja, hier. Ja, ich freue mich sehr, dass die Debatte um Wirtschaftsdemokratie und gemischte Wirtschaft wieder geführt wird. Ich glaube, zum letzten Mal war das in Gewerkschaften in den 70er Jahren so der Fall. Aber ich frage mich auch, wo eigentlich der Faktor Arbeit bleibt. Denn Sie sprechen ja von einer Neuverteilung der Primäreinkommen. Aber die Primäreinkommen sind ja Arbeit und Kapital. Was Sie machen wollen, ist, das Primäreinkommen Kapital neu zu verteilen zwischen privaten Shareholdern und dem Staat. Ist es richtig, wenn ich es so interpretiere, dass es ein Naturgesetz ist? Und das ist besonders ja interessant hier im gewerkschaftlichen Rahmen, das zu diskutieren, dass der Anteil der Löhne am Volkseinkommen weiter sinkt, dass innerhalb der Löhne die Ungleichheit zunimmt. Man könnte sich auch eine Gesellschaft vorstellen mit stärkeren Gewerkschaften, in dem auch die Löhne mal wieder stärker steigen und über der Kapitalrendite liegen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist dieses Modell überhaupt international verallgemeinerbar, wenn wir uns ins Bewusstsein rücken, dass natürlich der Aufkaufprozess von Anteilen an Kapitalgesellschaft, der möglicherweise zu einer großen Vermögensblase führt, wenn das mehrere kapitalistische Hauptländer gemeinsam tun. Und warum sollten sich eigentlich die Kapitalisten so ohne weiteres rauskaufen lassen? Warum sollen sie eigentlich freiwillig auf die hohen Renditen verzichten und dann auf Staatsanleihen umsatteln, wo sie 0% bekommen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Und die dritte Frage natürlich die gesellschaftliche Umsetzbarkeit, wenn wir realisieren, dass es ja nicht einmal eine Mehrheit gibt in diesem Land, auch nur ansatzweise und mit Augenmaß bei der Erbschaftssteuer das private Betriebsvermögen zu besteuern. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt drei Fragen, die bestimmt zu einem großen Vortrag führen könnten, ja. Aber trotzdem müssen sie knapp sein, denn da sind noch mehr Fragen. Okay. Also, sicherlich die Problematik der Lohnungleichheit und der Zunahme der Lohnverteilung habe ich nicht angeschnitten hier. Wenn wir die Erfahrung Deutschlands uns anschauen, dann sehen wir, dass es mehrere Ursachen gibt, und wir haben sie auch noch nicht gänzlich verstanden. Sicherlich meine ich, dass viel mehr getan werden musste, damit die Primärverteilung also im Bereich der Arbeitseinkommen stabilisiert oder angeglichen wird. Teilweise haben diese Verteilungseffekte auch, aber mit dem Wandel von Institutionen
zu tun. Ich denke zum Beispiel an die Tatsache, dass zwischen 1991 und 2009 die Anzahl der öffentlich Beschäftigten um ein Drittel gesunken ist. Und dieser Prozess war sicherlich politisch bestimmt. Und ich frage mich, ob das Gemeinwesen demokratisch für diesen Prozess eingetreten ist oder welche bestimmte Interessen diese Maßnahmen beeinflusst haben. Ja? Und deswegen sollten wir nicht naiv sein, zu denken, dass es eben natürliche, ewige Gesetze gibt, welche die Verteilung bestimmen, sondern es sind auch Institutionen und politische Entscheidungen und diese reagieren wiederum auf konkrete Machtverhältnisse. Und die Institution des Bundesaktionärs geht genau auf diesen Punkt, auf die Machtverhältnisse, will eben nachhaltig die Machtverhältnisse zugunsten der Bürger verändern. Ja? Und ich glaube, das hätte positive Auswirkungen auch für die Institutionen des Arbeitsmarktes und für die Lohnverteilung. So, die zweite Frage. Das war die Frage nach der Finanzblase. Man würde ja Geld schöpfen, nicht, um die Aktien zu kaufen, dann hätte man ja hinterher noch mehr Geld. Also wir müssen uns vergegenwärtigen, dass eben, ich glaube, Deutschland hat ein BIP, das wahrscheinlich in etwa 2,5% vom Welt-BIP ist. Ja, und das heißt, wenn wir uns den Weltkapitalmarkt haben, dann haben wir einen marginalen Effekt, sodass eben die Auswirkungen auf die Weltkapitalrendite praktisch gegen Null tendieren wird. Sicherlich wird es einen Effekt geben, aber es ist zweiter Ordnung. In Bezug auf die letzte Frage. Ja, das war da wurde richtig angemerkt, es gäbe ja noch nicht mal eine Mehrheit für eine Erbschaftssteuer auf Betriebsvermögen. Warum die Kapitalisten das aufgeben müssen? Ja. Und wie Sie das demokratisch durchsetzen wollen? Wenn wir zunächst einmal einen Sovereign Wealth Fund haben, wie zum Beispiel in Norwegen, ja, dann gibt es eine riesige Vermögensmasse. Und zunächst einmal sind die Entscheidungen, die Portfolioentscheidungen, eine Sache dieser Institution. Und diese Institution kann dann eine feindselige Übernahme machen, genauso wie alle anderen Akteure am Kapitalmarkt auch machen. Und dann, sie brauchen nicht die Kapitalisten zu fragen, sie machen einfach eine feindselige Übernahme und dann haben sie die Unternehmen. Das ist das. Okay. Einfach kaufen. Einfach kaufen. Okay, jetzt war da hinten, Sie habe ich auch gesehen, aber jetzt erstmal die Dame. Wenn ich mir Ihre Ausführungen anhöre, dann fällt mir die Post ein, die Telekom ein, die Deutsche Bahn ein. Dann fällt mir ein, dass händeringend versucht wird, elegant zu verstecken, dass die Lebensversicherer in öffentlicher Infrastruktur Anlagemöglichkeiten bekommen können, mit dem Ergebnis, dass Bürger und Bürgerinnen noch mehr bezahlen. Ich kann nicht so richtig erkennen, dass es einen auch nur winzigen Ansatz dafür gibt, dass es ein Umdenken in den Köpfen nicht nur der Verantwortlichen, sondern der politischen Klasse insgesamt und in der Wirtschaft ist es wohl nicht viel anders, gibt, die sagt, es ist gut, wenn wir öffentlichen Reichtum haben. Diesen Gedanken finde ich hervorragend. Und öffentlicher Reichtum sind ja nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sind ja auch Infrastruktur, um was alles dranhängt. Und wenn wir diesen Gedanken weiter verbreiten könnten und sagen könnten, das ist Reichtum für alle und wirkt ein wenig gegen die Umverteilung. Erste Bemerkung. Zweite ist, ich denke, die Steuer muss man doch noch mal genauer angucken. Ob es nun auf Betriebsvermögen die Erbschaftssteuer sind, kann man ja darüber diskutieren, aber es gibt die Vermögenssteuer und es gibt die Erbschaftssteuer auf die wirklich großen Vermögen. Und da sehe ich überhaupt keinen Grund, schon gar nicht einen wirtschaftlichen, warum man das nicht machen sollte. Ja, also Sie sprechen, glaube ich, zwei Probleme an. Das erste ist die Schaffung einer politischen Mehrheit für diese Idee der Aufwertung von öffentlichem Kapital. Und tatsächlich glaube ich, dass dies ein langwieriger Prozess sein würde. Und vielleicht der erste Schritt wäre mehr, im Allgemeinen mehr Bürgerbeteiligung, mehr direkte Demokratie zu wagen, um eben mehr Bewusstsein zu schaffen für die Wichtigkeit von kollektiven Belangen. Ja. Also in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Klimawandel, glaube ich schon, dass es
ziemlich viel Bewusstsein darüber gibt. Aber wir müssen mehr tun und ich glaube, dass in diesem Bereich auch breite, transversale Bündnisse möglich sind für mehr direkte Beteiligung, mehr direkte Demokratie. Und das wird, glaube ich, dann förderlich sein, auch für diese Idee des öffentlichen Eigentums. Das Zweite ist, was Sie genannt haben, die Probleme oder die Möglichkeit, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. Man muss nicht naiv sein, ja? Man soll nicht naiv sein. Die extrem Reichen haben auch extrem viele Mittel, die sie für Steuerberater und Rechtsanwaltskanzleien ausgeben können und sie tun das. Und es ist sehr schwer, wirklich diese Superreiche steuerlich zu belasten, wenn sie das nicht möchten. Ja? Es ist wirklich sehr schwer. Also ich glaube schon, dass wir gewisse Spielräume haben nach oben, aber wir riskieren, dass wenn wir das handwerklich schlecht machen, dass eben wir praktisch nur mehr Arbeit und mehr Geld für diese Steuerberater und für diese Rechtsanwälte schaffen, aber das letztendlich für die öffentliche Hand und auch für das Gemeinwesen nichts reinkommt und auch in dem Vorstellungsvermögen der Leute, weil dann würde sich noch mehr diese Einstellung verbreitern, dass nur die Dummen Steuer zahlen, was noch schlechter für zivile Tugenden im Allgemeinen wäre. Also glaube ich, dass man in diesem Bereich wirklich realistisch und vorsichtig sein sollte. Ich glaube, das ist Herr Ehns. Hatten Sie sich gemeldet oder habe ich das falsch gesehen? Nee, dann Sie, ja. Nee, ich meine Sie, ja, genau, mit dem karierten Hemd. Ja, hallo, Fabian Lindner vom IMK. Ich finde das eine sehr spannende Diskussion und ich will ein Positivbeispiel nennen, eher eine Anmerkung als eine Frage, und zwar die deutschen Sparkassen. Also ungefähr ein Drittel des deutschen Bankensystems sind in öffentlicher Hand. Ja, das ist, da diskutiert man so viel nicht drüber, weil die sich gerade nicht verspekuliert haben, im Gegensatz zu den Landesbanken, die ja auch öffentlich waren. Und ungefähr ein Drittel der Bilanzsumme der deutschen Banken sind Sparkassen, so dass wir sozusagen mehr oder weniger ein Drittel der Kredite, die in Deutschland vergeben worden sind oder Bonds oder Aktien, die aufgekauft worden sind, über die öffentliche Hand mehr oder weniger kontrollieren. Und da wird natürlich auch an die Einleger und dann auch die Eigentümer Renditen und Zinsen ausgezahlt. Und hier auch die Profitabilität der Sparkassen ist seit 1993 regelmäßig oder nicht regelmäßig, aber im Schnitt größer als die der großen Privatbanken und vor allem viel weniger volatil, also Return-Risk-Ratio sozusagen sehr schön gerade im Sparkassenbereich. Und hier sieht man auch, was Sie auch ein bisschen darauf angesprochen haben, die Frage des Managements, weil wir haben ja zwei Systeme. Wir hatten die Landesbank und die Sparkassen. In den Sparkassen hat es wunderbar funktioniert, da musste auch niemand sozusagen gebailoutet werden. Bei den Landesbanken, die auch in der öffentlichen Hand waren, wissen wir vom Management und auch von den sozusagen vom ganzen Geschäftsmodell war es etwas anders. Also es ist sozusagen nicht nur wesentlich, die öffentliche Kontrolle zu haben und auszuüben, sondern natürlich, was macht man damit genau? Und aber wie gesagt, hier gibt es ein Sparkassensystem und da braucht man nicht nur sozusagen auf die mittlerweile privatisierte Post und so weiter zu gucken, wäre eventuell so ein Positivbeispiel schon da. Ja, vielen Dank. Das war ja jetzt eher ein Kommentar als eine Frage, deswegen noch, ich drücke jetzt mal ein bisschen auf die Tube, weil Sie sehen ja, dass der Kaffee wird schon aufgebaut. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir alle Fragen sammeln und Sie sich versuchen, das zu merken, ja? Also erstmal Sie und dann noch Sie. Ja, erstmal Sie. Ich schreibe mit, was aus. Ja, Heike Jobkes von der HDW Berlin. Ich finde es auch alles sehr attraktiv. Ich hatte die ganze Zeit das Problem, dass ich das meiner Meinung nach mit EU-Recht beißt. Also gerade wenn man jetzt wieder die Sparkassen nimmt, ist das ja auch ein schönes Beispiel, wo die EU seit langem darauf drängt, dass wir eben nicht diesen hohen öffentlichen Anteil haben. Aber auch beim Bundesaktionär, wie Sie ihn genannt haben, hätte ich jetzt Sorge, dass das nach EU-Recht gar nicht mehr möglich ist, dass der Staat sich stärker engagiert. Wir haben ja schon immer die Diskussion bei VW, wo die EU sehr stark darauf drängt, dass das Land seinen Anteil verringert. Und ich glaube nicht, dass wir sozusagen, oder ja, würde einfach Ihre Einschätzung da wissen wollen. Ja, vielen Dank. Dann war hier noch eine Frage. Ja, Norbert, Fabian. Also bei grundsätzlicher tendenzieller Zustimmung, sage ich jetzt auch als Sozialdemokrat und Gewerkschafter. Es gibt ja auch ein wirtschaftshistorisches
Modell aus der jüngeren Wirtschaftsgeschichte wie der USA Clinton. Der hat ja in den 90er Jahren, als er das Defizit der staatliche in Überschuss verwandelt hat, kurzzeitig die Aktien aufgekauft, die wieder mit Gewinn, als die Kurse günstig waren, verkauft. Ich denke aber, Basti, das wurde bei den letzten beiden Fragen ja auch deutlich, so ganz neu ist das ja nicht, was Sie fordern. Wenn man also von staatlichen Beteiligungen spricht, VW war ja schon die Rede, Sparkassen, dann gehörte das im Grunde zum Modell der sozialen Marktwirtschaft dazu, dass die öffentliche Hand sich stärker beteiligt. Ob man das jetzt zentral macht über einen zentralen Fonds, ich wäre mehr für ein dezentrales Modell. Und ich denke, es besteht also auch die Gefahr, nur jetzt mehr öffentliche Beteiligung reicht nicht, Sie haben auch Mitbestimmung verwiesen. Und natürlich muss man, es muss mit mehr Mitbestimmung verbunden sein, würde ich gerade als Gewerkschafter sagen. Und ich denke, es gibt dann also auch das Problem, dass wir natürlich dann, Sie haben ein Gegenmodell zur Privatisierung entwickelt, zur Privatisierungswelle, die wir in den letzten Jahren hatten. Das müssen Sie vielleicht auch nochmal deutlich machen. Okay. Gibt es noch eine Frage? Ich sehe jetzt keine. Ja. Ach doch, hier, Entschuldigung. Einige der Fragensteller haben ja ein bisschen Skepsis formuliert gegenüber dem Vorschlag. Und ich teile die Skepsis, aber vielleicht würde es helfen, mal zu fragen, ob es beispielsweise Befunde gibt mit Formen wie dem norwegischen Sovereign Fonds oder ob es sozusagen Erkenntnisse gibt über Versuche in anderen Ländern, in denen die Sozialversicherungssysteme nicht so entwickelt sind wie in Deutschland oder in Europa, in den USA, in Kanada, wo ja Gewerkschaften auch Pensionsfonds sozusagen gegründet haben. Und meine Frage ist, wie ist eigentlich die empirische Erkenntnislage? Ist es denen gelungen, sozusagen ein bisschen mehr als Sand in das Getriebe des kapitalistischen Geschehens zu bringen und nicht nur eine Rendite sozusagen für die Beitragszahler zu erwirtschaften, sondern ein Stück weit auch was zu verwirklichen in Richtung guter Arbeit, verbesserte Arbeitsbedingungen und so etwas, was Ihrem Modell ja dann nahe käme. Ich kenne diese Befunde nicht, aber ich würde gerne darüber was hören. Okay, vielen Dank. Herr Cornillo. Ja, also ich werde versuchen, vielleicht die Fragen zusammen zu bringen und alle zu beantworten. Also zunächst einmal, hier möchte ich wieder betonen, dass es um eine zweistufige Strategie geht. Diese Aufwertung des öffentlichen Kapitals, wie ich das genannt habe, sollte einerseits beinhalten, dass wir sozusagen eine Institution haben, die wie ein kollektiver Rentier funktioniert. Und dies bedeutet, dass so ähnlich wie die großen amerikanischen Unis ihre Stiftungen haben, die eben Geld anlegen, weltweit mit dem Ziel, eben langfristig ihre Universitäten zu finanzieren. Genauso würde ein Sovereign Wealth Fund auf der Grundlage von guten Ratschlägen von Fachleuten dieses Geld weltweit anlegen. Und in dieser Sparte würden wir eben lediglich zunächst einmal eine fiskalische Zielsetzung haben, also Geld für die öffentliche Hand in Form von Vermögenseinkommen einzutreiben. Jetzt, die Frage ist, ob das etwas mit dem EU-Recht zu tun hat. Ich glaube, das nicht. Höchstens mit den Maastricht-Verträgen, aber da gibt es auch bei den Verschuldungskriterien die Möglichkeit, dass Transaktionen, die vermögensneutral sind, nicht zu den Verschuldungszahlen gezählt werden, welche ausschlaggebend sind für die 60%-Grenze. So. Da gibt es ziemlich wenig empirische Literatur darüber. Warum? Weil außer dem norwegischen Staatsfonds die meisten anderen Fonds sind von undemokratischen Staaten. Und diese undemokratischen Staaten, zum Beispiel Singapur, zum Beispiel Kuwait und so weiter, lassen nicht durch die Zahlen blicken. Allerdings, es scheint, dass sie echt erfolgreich gewesen sind, weil in den 2000er ganz viele neue Sovereign Wealth Funds gegründet worden sind. Wahrscheinlich, weil die Insider wissen, dass die Erfahrung der verschiedenen Sovereign Wealth Funds gar nicht so schlecht war. Zum Beispiel, man sagt, dass Singapur zweistellige langfristige Renditen über die letzten 50 Jahre erzielt hat. Also sehr, sehr hohe Renditen. Ja? Und das wäre eben eine Methode, durch die der Normalbürger Deutschlands an diese extrem hohe Kapitalrendite beteiligt wären. Ja? Weil eben in Pikettis Buch
R minus R großer G ist ein Punkt, aber der andere wichtige Punkt ist, dass die Kapitalrenditen extrem heterogen und vermögensabhängig sind. Ja, sodass eben der Kleinsparer mit 0% sich zufrieden geben muss, aber eben Warren Buffett und so weiter durchaus 10, 15 und mehr Prozent haben langfristig. So, jetzt die zweite Spalte dieser Aufwertung des öffentlichen Kapitals hieß diese Idee mit dem Bundesaktionär. Und das geht in die Richtung des Marktsozialismus. Das heißt, die Idee, dass eben wir prüfen wollen, brauchen wir tatsächlich diese Klassengesellschaft? Brauchen wir eine kapitalistische Klasse, die eigentlich in ganz anderen Dimensionen lebt als der normale Bürger und deswegen aus eigenem Interesse auch sich politisch schützen muss, ja, damit es keine Enteignung gibt. Ja. Und das verzerrt das ganze politische, aber auch kulturelle Klima. Ja. So, das ist die langfristige Zielsetzung des Bundesaktionärs. Jetzt, ich glaube nicht, dass, also ich habe den Bundesaktionär so entworfen, dass eigentlich keine rechtlichen Probleme geben soll. Also es geht nicht darum, irgendwelche goldene Shares zu haben, sondern ganz normal die Rechte von Aktionären zu verwenden, welche in der Gesetzgebung schon vorgesehen sind. Ja? Und wenn eben der Bundesaktionär mehr als 50% vom Kapital hat, dann wird es aufgrund dieser Aktionärsrechte einfach im Einklang mit der gängigen Gesetzgebung in der ganzen Welt die Mehrheit haben und die Kontrolle ausüben. Ja. Und jetzt die Erfahrung. Was sagt uns die Erfahrung? Die Erfahrung sagt uns, dass wir extrem heterogene Geschichten haben. Wir haben sehr negative Erfahrungen. Ich komme aus Italien und ich kann davon ein Lied singen, ja, wie eben öffentliches Kapital, öffentliche Unternehmen gegen die Wand gefahren wurden. Wir haben aber auch ganz positive Erfahrungen. Ja. Was heißt das? Das heißt, dass alles von der Governance Structure abhängt. Ja. Wie gut die gesamte Anreizstruktur ist. Und bei Anreizstruktur meine ich nicht nur eben 18 Optionsprogrammen oder irgendwelche Zielvereinbarungen. Ja. Das gehört dazu, aber dazu gehört auch etwas wie Pflichtgefühl gegenüber dem Gemeinwesen. Ja. Identifikation mit dem Gemeinwesen, ja, die Idee, etwas Gutes für die Gesellschaft zu machen. Ja, das gehört auch dazu, intrinsische Motivation. Ja. Und jetzt, was meines Erachtens essentiell ist, ist eben insgesamt einen Plan zu haben, der klug ausgedacht ist, sodass die Anreizstruktur stimmt, auch für den hypothetischen Fall, wo sämtliche Großunternehmen und Großbanken unter öffentliche Kontrolle geraten würden. Ja. Was wirklich dann ganz schwierige Probleme der Interaktion zwischen Politik und Ökonomie aufwirft. Ja? Und deswegen glaube ich, dass wir diese eigentlich als einen liberalen Gedankengang, der Gedankengang der Trennung zwischen ökonomischem und politischem Sektor. Ja? Und die Idee ist, und das ist eben sozusagen die liberale Theorie auf seinen Kopf gestellt, dass eben es ist nicht die soziale Marktwirtschaft, die es schafft, diese Trennung hinzukriegen, sondern eine Art marktsozialistische Wirtschaft, in der wir Institutionen haben, die sicherstellen, dass tatsächlich diejenigen, die politischen Entscheidungen treffen, keine Möglichkeit haben, im Alltagsgeschäft diese öffentlichen Unternehmen, diese großen Unternehmen ihren Einfluss geltend zu machen.